Hamburg Gott sei Dank auch nicht mehr. Also ich habe eine Sache, die möchte ich euch sagen. Wir sind hier an der Anlage. Die Unmengen an Geld in diese Gemeinde reinpumpt. Jeder Verein, die Gemeinde selber. Und viele Menschen kriegen Geld. So. Ja, dicht dranbleiben, habe ich verstanden. Die evangelische Kirchengemeinde Borken-Steinfurt hat die Spende der Urananreicherungsanlage abgelehnt. Das finde ich klasse, weil... Man darf eins nicht vergessen. Ich will jetzt nicht dramatisch werden und vom Blutgeld sprechen, aber schmutziges Geld ist das allemal. Anderswo bezahlen Leute einen hohen Preis. Unter anderem in Fukushima, unter anderem in Tschernobyl. Die Menschen, die an den Folgen der Unfälle sterben, an Krebs erkranken und so weiter. Deswegen mein Appell an alle Gronauer Vereine und auch an alle Menschen, die Geld von denen kriegen. Lehnt dieses schmutzige Geld ab. Es ist eine erste deutliche Botschaft. Die Anlage gehört abgeschaltet. So, der erste Redebeitrag, den ich ankündige, ist Olga Podosjenova. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, sonst werde ich gleich korrigiert. Und soviel ich weiß, spricht sie auf Russisch und wird übersetzt von unserem Freund Bernhard Klaassen. Diese Firma hier sagt niemandem,
dass der Atommüll nach Russland in eine geschlossene Stadt geschickt wurde. Das heißt, der Atommüll von hier wurde in eine Stadt geschickt, die aussieht wie ein Gefängnis mit Stacheldraht außenrum. Da konnte man normalerweise nicht hineingehen. Сейчас ядерные отходы от УРЭНКО перестали везти в Россию. И за это я хочу поблагодарить моих друзей, коллег из Германии, из Мюнстера и Гронау. Inzwischen sind die Transporte von Atommüll von Gronau nach Russland eingestellt worden. Und für diesen Erfolg möchte ich zuallererst ein Dankeschön sagen an meine Kollegen in Münster, in Ahaus, in Gronau, an meine Kollegen von der Umweltschutzbewegung hier. Wenn es nicht eure Solidarität gegeben hätte, dann würden wir immer noch von hier Atommüll bekommen. Потому что мы видим, что после Фукусимы, что эта отрасль не исправить. Они как говорили, как врали, так и продолжают врать, что все у них под контролем. Denn wir sehen, auch mit Fukushima hat sich nichts in der Atomwirtschaft geändert. Es wird weiterhin verborgen, gelogen und geheim gehalten. Они продолжают говорить, что все это исключение, что у них высокие технологии. Наши высокие технологии – это ржавые контейнеры под открытым небом, которые лежат у нас рядом. Unsere Atomwirtschaft sagt uns, nun ja, das war eben ein Unfall gewesen in Fukushima, aber wir haben ja eine sehr gute Technologie. Und ich kann Ihnen sagen, wie diese sehr gute Technologie aussieht. Das sind rostende Fässer unter freiem Himmel. Сегодня мои друзья в разных городах России вышли с лозунгом, которым вышли и вы. Закройте. Heute, während ihr hier demonstriert, sind auch meine Kolleginnen und Kollegen in Russland auf die Straße gegangen. Und die Forderung ist überall die gleiche. Abschalten! Das atomare Monster ist international und deswegen können wir es auch nur international und in Solidarität stoppen. Мы просто должны это сделать, чтобы прекратить череду и закрыть этот календарь ядерных катастроф. Wir müssen dieses Monster stoppen, damit es nicht wieder passiert, dass wir wieder einen neuen Tag in den Kalender der atomaren Katastrophen eintragen müssen. Я знаю, что у нас это получится, потому что мы вместе, и правда на нашей стороне. Ich bin mir sicher, wir werden Erfolg haben. Wir werden Erfolg haben, weil wir gemeinsam kämpfen und weil die Wahrheit auf unserer Seite ist. Danke.
an Olga, danke an Bernhard. Wir haben ja eine lange Tradition in enger Zusammenarbeit mit den Russen und sind darüber sehr froh. Das ist auch einer der Gründe, warum wir natürlich auf allen Veranstaltungen Geld sammeln, weil die fliegen auch nicht umsonst. Und wir haben ein Problem, wir haben nicht den Hauptsponsor wie die Betreiber. Insofern müssen wir unseren Widerstand selber finanzieren und deswegen immer die Bitte, macht unsere Spendendosen voll, dann gibt es im nächsten Jahr wieder eine schöne Demo. Als Nächsten habe ich euch anzukündigen, ist die Irene aus Münster, die fürs Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen spricht. Es ist ein trauriger Anlass, aus dem wir heute hier stehen. Niemand von uns wollte, dass in Fukushima ein Unglück passiert. Niemand wollte die tausenden Tsunami-Toten. Niemand von uns wollte einen zweiten Super-GAU. Niemand von uns ein zweites Tschernobyl. Trotzdem haben wir jetzt die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass es nie wieder geschieht. Wir waren stückweise erfolgreich. In Deutschland und Japan wurden zahlreiche Atomkraftwerke abgeschaltet. Aber gerade in NRW und im Münsterland merken wir wenig vom sogenannten Atomausstieg. Der Ausbau der Urananreicherungsanlage hier in Gronau wurde vollendet. Die Brennelementfertigung in Lingen läuft weiter. Atommüllkonditionierung in Duisburg, Atomforschung in Jülich und das Zwischenlager in Ahaus. Unbefristet. Aber wir werden das nicht hinnehmen. Wir werden nicht eher ruhen, bis jede Atomanlage stillgelegt ist und Energie dezentral vergesellschaftet und regenerativ erzeugt wird. Im letzten Jahr gab es zahlreiche Aktionen hier gegen die Anlage. 15.000 Menschen auf der Tschernobyl-Jahrestag-Demo. Anfang Juli gleich zwei Blockaden des Stufa-Tors. Im September ein Vernetzungscamp mit Nachtspaziergang um die Anlage. Und wir machen immer wieder aufmerksam auf Urantransporte, die von hier aus ausgehen. Wenn wir hier auftauchen, egal wann, ist die Polizei 10 Minuten später vor Ort. Wir werden dafür sorgen, dass wir auch weiterhin Angst vor uns haben. Wir werden hier kommen, demonstrieren und blockieren. Immer und immer wieder. Auch wenn Erfolge nur langsam kommen, so wie das RWE und E.ON ihre Anteile an der Urenco verkaufen wollen, weil es immer wieder Proteste gab. Oder dass die Atommüllexporte nach Russland nach mehreren erzwungenen Stopps eingestellt wurden. Wir ruhen uns nicht darauf aus, wir werden weiter kämpfen und weiter für eine Stilllegung sorgen. Wir nehmen dies selbst in die Hand, weil wenn wir warten, passiert nichts. In Ahaus, etwa 30 Kilometer von hier, steht ein Atommüllzwischenlager. Nicht so bekannt wie das in Gorleben, aber ebenso unsicher. In dieses Zwischenlager rollen regelmäßig Transporte mit schwach- und mittelradioaktivem Müll. Schon in der nächsten Woche soll es wieder einen Probetransport geben, von Duisburg nach Ahaus, auf der Schiene. Denn die 1300 Container, die können sie kaum auf der Straße alle befördern. Auch wenn er dann später fährt, achtet auf spontane Ankündigungen und bringt auch diesen Transport zum Stoppen. Alle Transporte zu stoppen. Über die Transporte ist die Atommafia angreifbar. Greifen wir sie an! In Jülich stehen 152 Castor-Behälter mit Brennelementkugeln aus dem dortigen Versuchsreaktor. Die möchten sie jetzt auch nach Ahaus schaffen. Per LKW mit 26 Einzeltransporten quer durch NRW und das halbe Ruhrgebiet. Nicht mal endlagerfähig verpacken könnte man sie in Ahaus. In Jülich ginge das. Die Transporte sind Unsinn. Atommülltourismus löst keine Endlagerfragen und sind ein unnötiges Risiko. Unsinn ist, werden wir uns auch hier wieder querstellen. Wie 2010 bei den geplanten Atommüllexporten nach Majak in Russland, werden wir auch im Vorfeld versuchen, die Transporte zu verhindern. Damals waren wir 5 Tage vor Transportbeginn erfolgreich. Gefangenengehäfige waren schon aufgebaut. Aber die Transporte wurden abgesagt. Deshalb treffen wir uns auch immer wieder zum Demonstrieren. Am Tag nach dem Bekanntwerden der Genehmigung für den Transport treffen wir uns in Jülich und Ahaus vom Zwischenlager.
dennoch wollen, werden wir kreativ. Es wird keine demonstrationsfreien Zonen geben. Nicht auf der Autobahn, nicht in Jülich, nicht in Ahaus. Wir werden nicht zusehen, wie diese Transporter an uns vorbeirollen. Wir werden uns davor setzen, wir werden uns davor klettern, wir werden uns anketten, wir werden die Transportwege sabotieren. Wir werden jeden Atomtransport stoppen, den wir erwischen. Atomausstieg ist Handarbeit und wir machen uns die Hände gerne schmutzig. Danke, Irene. Ganz kurz ein paar Hinweise. Der Bus nach Köln, Düren, Düsseldorf fährt um 17 Uhr. Die Shuttlebusse, die die Menschen zurück zum Bahnhof bringen, stehen oben, wenn man hier diese Brücke hochläuft, am Ende der Straße auf der rechten Seite. Da ist also ein Gelände von Glas und Kock. Wer möchte, kann da hin. Wenn die Busse voll sind, fahren die. Was diesen Probetransport angeht, ich bin Vorsitzender der Bürgerinitiative Kein Atom in den Haus, E.V. möchte ich hier am Mikrofon noch Folgendes sagen. Wir werden die Situation extrem aufmerksam verfolgen. Wir haben in Duisburg eine Mahnwache über 48 Stunden. Die geht am 12.3. los, geht bis zum 14.3. Wir sind mit den Leuten in sehr engem Kontakt und wir sind durchaus bereit zu handeln. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Wie gesagt, verfolgt die Geschichten auf den Internetseiten www.keinkastronerhaus.de und so wird es dann weitergehen. Ich möchte jetzt ankündigen, Manfred Mohr, Völkerrechtler. Vielen Dank. Entschuldigung, also bevor es ein Missverständnis gibt, es ist natürlich so, die Shuttlebusse kommen nochmal wieder. Ihr müsst jetzt nicht alle rennen und alle rein in den ersten, die kommen dann nochmal wieder. Bleibt ein bisschen, ihr habt später auch noch Gelegenheit. Okay. Okay, liebe Freunde, liebe Freundinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sollte etwas sagen zur militärischen Nutzung der Kernenergie, praktisch zur dunklen Seite der friedlichen Nutzung. Im Konkreten geht es um die Urananreicherung, die ja mit Urananreicherung verbunden ist. Und da hat man sich eine besonders perfide Methode der Abwehrbeseitigung ausgedacht. Man bastelt aus abgereichertem Uran, aus depleted Uranium, Waffen, Uranwaffen. Ich weiß nicht, wie weit das schon bekannt ist, wie die funktionieren. Aus militärischer Sicht hocheffiziente Waffen. Man kann damit Panzer bekämpfen, ein Abfallprodukt, sehr billig. Das Problem ist, Uran, abgereichertes Uran, ist hochgiftig. Es ist ein Teufelzeug, es wird verschossen im Irak, im Kosovo und Serbien und liegt dort Jahrtausende im Boden und verseucht die Gebiete. Kinder sterben, weiß nicht wer vom Kinderkrankenhaus in Basra gehört hat, Menschen kommen um, die Umwelt ist zerstört. Und das besonders perfide daran ist, das ist vielleicht nicht so bekannt, das Militär schützt sich selber. Das Militär hat Maßnahmen ergriffen, um die eigene Truppe sauber zu halten, um zu verhindern, dass Militär erkranken. Und gleichzeitig sagt man, alles harmlos, alles kein Problem, depleted Uranium ist wie natürliches Uran, es ist unschädlich. Genau, wir müssen dafür sorgen, auch mit solchen Veranstaltungen, dass diese Vertuscherei endlich aufhört und dass ganz einfach Staaten wie die USA oder Großbritannien, die das Zeug verschießen, die Gegenden wieder aufräumen und für den Schaden haften, den sie angerichtet haben. Also, Uranmunition, Uranwaffen sind Teil des Gesamtproblems und zwar ein sehr bezeichnender. Es geht genau um die Punkte, die ja schon eine Rolle gespielt haben. Es geht um Verharmlosung, es geht darum, dass man die Menschen mit der Folgenbeseitigung einleihen lässt. Es geht ganz einfach um die Arroganz der Macht. Und diese Arroganz zu brechen, dafür ist die Zivilbevölkerung da, dafür sind sie, dafür seid ihr da und das muss endlich einmal praktiziert werden. Wir haben mittlerweile eine Koalition weltweit gegen Uranwaffen zur Ächtung der Uranmunition geschaffen und es wird euch nicht verwundern, mit die stärkste, aktivste Sektion ist in Japan zu Hause und leistet dort eine vorzügliche Arbeit. Aber das reicht nicht. Die UNO ist damit befasst mit dem Thema, das Europäische Parlament ist damit befasst. Wir brauchen stärkere Unterstützung aus der Anti-Atomkraftbewegung, aus der Anti-Uran-Bewegung,
um genau diese Enden, diese verschiedenen Themen zusammenzubringen. Ganz einfach. Wir fordern hier und heute eine sofortige, eine umfassende Ächtung von Uranmunition. Durch Kriege und durch Kriegsvorbereitungen. Ich weiß nicht, ob ihr gehört habt vom Truppenübungsplatz in Sardinien. Da wird dieses Zeug verschossen, da sind Gifte verschossen worden und es ist in der Umweltzerstörung ungeheuren Ausmaßes angerichtet worden. Das muss endlich ans Tageslicht, das muss in die Medien, das muss einfach auch gestoppt werden. Ganz kurz zum Schluss, ich weiß nicht, wer in den nächsten 4 Wochen in Berlin-Kreuzberg sein wird. Ich komme aus Kreuzberg-Friedrichshain. Wir haben am 8. März am Internationalen Frauentag dort eine Ausstellung eröffnet, die heißt Atomkraft, ein Märchen. Wir wollen in Kreuzberg-Friedrichshain erreichen, dass der Bezirk nicht nur atomwaffenfrei ist, sondern dass er atommüllfrei ist, dass dort kein gefiedertes Uranium gelagert wird, dass man einfach dieses Thema ernst nimmt und auch politische Aktionen daran knüpft. Zum Schluss, wir sollen dafür eintreten, dass eine Welt entsteht, in der es keinen Platz mehr für Atomkraft gibt, keinen Platz mehr für Urananreicherung und damit auch nicht mehr für Uranwaffen. So einfach ist es. Vielen Dank.